2014 sind in Österreich 122 Leute aufgrund von Drogenkonsum gestorben. Das durchschnittliche Sterbealter lag dabei bei 36,1 Jahren. Doch wie viele Österreicher nehmen eigentlich Drogen? 20-40% der jungen Erwachsenen haben schon einmal Cannabis probiert. 2-4% Ecstasy, Kokain und Amphetamine. Doch dabei muss man auch bedenken, dass viele Leute nicht zugeben, Drogen zu nehmen. Wir haben jemanden gefunden, der uns von seinen eigenen Erfahrungen mit Drogen berichtet hat. Aufgrund von einer schlecht laufenden Beziehung, wo es einfach körperliche und psychische Misshandlung einfach gegeben hat. Und dann am Endpunkt von der Beziehung war halt mein Selbstwertgefühl ziemlich am Arsch. Am Ende der Beziehung bist du halt dann allein oder du hast halt einfach keinen Freundeskreis mehr um dich. Und dann ist es halt einfach angenehm, wenn du dann eben so wie ich halt dann zufällig auf eine Party kommst, wo du dann mit mehreren Freunden konsumierst und halt einfach eine schöne Welt irgendwie hast, einfach du feierst, dir geht's gut, du hast ein gutes Gefühl mit deinem Körper, alles ist nett um dich rum. Was hast du alles genommen? Halluzinogene Drogen, was mein Ding eher so war, waren halt eher Amphetamine, Ecstasy halt, man hat halt einfach alles probiert, bis halt auf Heroin und Crack. Oft werden Drogen zwecks billigerer Herstellung noch gestreckt, was massive gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Kokain ist nur zu ca. 31% rein, also nicht gestreckt. Bei Amphetaminen sind es sogar nur 10%. Aber auch in reiner Form können Drogen zu schockierenden Erlebnissen führen. Ich denke, man hat oft solche Zustände, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin noch gar nicht so dicht und kannst aber schon nicht mehr gerade stehen, was man eben beim Alkohol auch oft hat. Und was ich dann mitgekriegt habe, waren halt einfach Menschen, die was zu viel konsumiert haben und aufgrund dessen halt dann einfach einen Horrortrip geschoben haben oder da waren halt einfach wenig Schlaf über 3 Tage und dann kommt wer her und stresst die und dann denkst du, die will jeder umbringen. Eine Sucht zieht viele Konsequenzen mit sich. Sowohl psychisch, physisch, sozial als auch wirtschaftlich wirkt sich eine Sucht negativ aus. Ich habe irgendwann mal beim gewissen Punkt gemerkt, dass es einfach langweilig ist, jeden Tag irgendwie Glücksgefühle anhand von irgendwelchen Pillen oder Substanzen irgendwie zu kriegen und einfach gerade Freundeskreis, es war einfach, es hat sich alles immer nur mit Drogen gerade. Nicht nur Drogen wie Ecstasy, Amphetamine und Kokain führen zu Abhängigkeit. 200.000 Österreicherinnen und Österreicher neigen aktuell zu exzessivem Alkoholkonsum. Im Jahr 2000 tranken die Österreicher im Schnitt 13,7 Liter reinen Alkohol pro Kopf. Diese Menge ist zum Glück leicht rückläufig. Es ist oft schockierend leicht, die Grenze zur Abhängigkeit zu überschreiten. Deswegen sollte man sein eigenes Konsumverhalten immer kritisch betrachten.